Ich begrüße dich jetzt ganz herzlichst und lade dich zu einer Wochenmeditation mit mir ein. Es geht um Gefühle, das heißt Gefühle jeglicher Art. Mein Name ist Sanara und wir werden uns jetzt gleich verbinden. Was heißt eigentlich Gefühle? Diese werden dich tragen, jedoch auch nochmal stark herausfordern. Versuche nie, deine Gefühle zu unterdrücken. All deine Gefühle wollen erfahren und letztendlich angenommen werden. Indem du deine Gefühle annimmst, wirst du sie auch verarbeiten und kannst sie letztendlich loslassen. Denn wir befinden uns ja gerade jetzt in der Zeit des Loslassens. Wende dich vielleicht vertrauensvoll an Erzengel Michael. Er wird dir helfen, letztendlich alles loszulassen oder neu zu erfahren. Und jetzt lade ich dich zu einer Meditation mit mir ein. Schließe deine Augen und sei ganz bei dir. Atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. Lege deinen Fokus auf deine Atmung und spüre, wie dein Atem in dich einströmt und nach einer gewissen Zeit wieder ausströmt. Nimm die Ruhe in dir wahr. Spüre, wie du von Atemzug zum Atemzug immer mehr in deine Ruhe kommst. Und jetzt verbinde dich über dein Herzchakra mit Erzengel Michael. Wenn du magst, kannst du ihn auch innerlich anrufen, ihn ansprechen. Er wird zu dir kommen. Und solltest du in dir von Gefühlen immer wieder hin und her gerüttelt werden, sei es, dass alte Gefühle dich nicht mehr loslassen wollen, dass alte Gefühle immer wieder in dir auftauchen, dann sprich dies mit Erzengel Michael an. Erzengel Michael wird dir seine Hilfe geben. Er steht dir bei. Bei allem, was du tust. Bei allem, was dich drängt und bedrängt. Er hilft dir, deine Gefühle zu ordnen, um letztendlich deine Erkenntnis aus deinen Gefühlen zu finden. Erkenntnis, die für dich wichtig sind, um vielleicht noch Altes aufzuarbeiten, Altes zu erkennen, damit du es dann auch loslassen kannst. Vielleicht sind da immer noch
ganz alte Gefühle in dir, die noch aus deiner Kindheit kommen. Oder Gefühle, die du im Zwischenmenschlichen gemacht hast, sei es in Partnerschaften, in der Familie, mit deinen Geschwistern, deinen Eltern, während der Schulzeit oder auch als du dich deinem Leben anvertrauen wolltest und es nicht weiterging, weil du dich immer wieder von deinen Gefühlen hast blockieren lassen. Sei offen und ehrlich mit dir und schau dir deine Gefühle ganz vertrauensvoll an. Lass sie auch in dir hochkommen, auch wenn Traurigkeit aufkommt. Lass diese Gefühle in dir nochmal wach werden. Und werfe jetzt wie ein Beobachter dein Augenmerk auf Situationen, die diese Gefühle immer wieder in dir hochholen. Beobachte es, ohne zu werten. Und schau hin. Spürst du Erzengel Michael an deiner Seite? Er steht dir bei, genau jetzt, in diesem Moment, wo du dich deinen Gefühlen anvertraust. Er nimmt dich an die Hand. Und du darfst vertrauensvoll jetzt seine Energie annehmen. Und wenn du für dich deine Erfahrungen gemacht hast, für dich erkannt hast, warum das eine oder andere immer wieder so ist, dann bitte doch Erzengel Michael, dir jetzt zu helfen und dich von dem zu befreien, was für dich nicht mehr dienlich ist. Bitte Erzengel Michael, dir zu zeigen, wie du mit einem neuen Gefühl dein Leben wieder ordnen kannst. Ordnen, um deinen Weg weiterzugehen. Lebe deine Gefühle und ordne sie. Und Erzengel Michael hilft dir jetzt, diese Gefühle für dich anzunehmen, zu ordnen, loszulassen,
damit du den Weg, den du für dich gehen möchtest, auch gehen kannst. Und der Weg kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht auch ein Weg der Verzeihung. Ein Weg des wahren Hinschauens. Ein Weg der Selbstliebe. Ein Weg der Selbstakzeptanz. Ein Weg zu mehr Menschlichkeit, Zwischenmenschlichkeit. Ein Weg der Liebe und des Umarmens. Übergebe all das Erzengel Michael und er geleitet dich auf deinen wirklich wahren und rechten Weg. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit Erzengel Michael, sodass ein Glücksgefühl in dir hochsteigt, ein Glücksgefühl der Liebe und der Selbstakzeptanz. Und wenn du magst, verweile noch etwas bis du von allein deine Augen wieder öffnest und dann atme bitte dreimal kräftig ein und durch den Mund wieder aus. Und sei jetzt wieder hier, hier bei dir, im Hier und Jetzt. Und lass einfach alles wirken, ohne es zu beurteilen oder von deinem Verstand nochmal zu regulieren. Alles, was jetzt geschieht, geschieht über Erzengel Michael und aus deinem Herzen. Alles Liebe wünscht dir jetzt deine Sanara.